Glück kann man nicht stehlen. Man hat es oder man hat es nicht. Marie hatte wohl keines. Aber das ist nicht dein Problem, Gottlieb. Du kannst nicht alle traurigen Gestalten da draußen retten. Wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre sie in dem eiskalten Wasser ertrunken. Sie wäre für immer verschwunden. Sie wäre gestorben. Und du hättest dir keine Sorgen mehr darüber machen müssen, was du mit dem vielen Geld anstellst. Jeder hätte bekommen, was er wollte. Das ist nicht lustig. Nichts von all dem. Sie wollte sich vor meinen Augen das Leben nehmen, verstehst du das? Hörst du mir überhaupt zu? Ja, tut mir leid. Das war etwas vom Schlimmsten, was ich je erlebt habe, und dir fällt nichts Besseres ein, als einen Witz daraus zu machen. Ich sagte doch, dass es mir leid tut. Ich bin etwas überfordert von deiner Geschichte. Also sei bitte nachsichtig mit mir, vergiss, was ich gesagt habe, und erzähl weiter. Der See war zugefroren. Alles war ganz still, märchenhaft hat es ausgesehen, als sie diesen Stock genommen hat und auf das Eis gegangen ist. Ich habe mich hinter den Bäumen versteckt und ihr zugesehen. Ganz gelassen war sie, eine Frau ohne Angst. Ich habe sie bewundert für ihren Mut. Ich dachte, dass sie darauf vertraut, dass das Eis sie hält. Sie hat nicht nach unten geschaut, bis sie stehen geblieben ist und mit dem Stock ein Loch in das Eis gemacht hat. Sie hat so lange auf die Eisplatte eingeschlagen, bis sie gebrochen ist. Und dann? Ist sie gesprungen. Sie hat einen Schritt nach vorne gemacht und ist gefallen. Von einer Sekunde zur anderen war sie weg. Ich stand da, konnte es nicht glauben. Kurz war ich wie gelähmt. Es waren wahrscheinlich nur 10 Sekunden, die ich gezögert habe. Vorgekommen ist es mir wie eine Ewigkeit. Was für ein Horror! Ja, ich bin zu dem Loch gelaufen. Bei jedem Schritt hatte ich Angst, dass das Eis mich nicht hält, dass ich einbreche, untergehe, sterbe. Das ist heftig, Gottlieb. Wenn ich noch länger gewartet hätte, wäre ich wahrscheinlich zu spät gekommen. Also habe ich meine Jacke ausgezogen und bin in das Loch gesprungen. Bist du nicht? Doch.